dann Grafik, also Tabellen, Grafiken kann der anzeigen. Also ist aber nicht zu falsch zu verstehen, das ist kein Editor, das ist einfach nur ein Anzeiger. Genau genommen ist das nur von mir mal eine fixe Idee gewesen, mal sowas zu bauen. Ich wollte mal den Windows-User mal richtig eine Hake verpassen, vor allem mit ihrem tollen Windows Office, was allein zum Laden vielleicht eine Minute braucht, auf meinem Rechner jetzt gesehen. Ich habe ja auch zu Hause Windows Office, da braucht eine Minute auf dem alten PC, um zu starten. Und ich zeige das Dokument in circa eine Sekunde komplett an. Also, wenn man einen Freund hat, der einen E-Mails sendet mit Word-Dokument und der einen bittet, kannst du mal das Dokument Korrektur lesen, dann musst du sagen, yo, kenne ich, ich klappe mir eben mein Powerbook mit WebOS und das Ganze dauert 5 Sekunden. Und dann schaut euer Freund schon Bauklötze. Fertig, alles gut. So, das war nur hierzu, das Tool gibt es aber schon im Ami-Net, ist aber nur, wahrscheinlich leider nur untergegangen. Das nur mal eben gerade zu. Jetzt ein zweites kleines Tool, ist doch ganz, ganz klein. Das muss ich euch mal eben demonstrieren. Und zwar SVB-Dateien. Ihr könnt bisher SVB-Dateien ja nur anzeigen mit OBB. Und das hat sich jetzt auch geändert. Ihr könnt jetzt, es gibt dafür jetzt einen kleinen Anzeiger. Den habe ich jetzt programmiert. Das sind zum Beispiel SVG-Dateien. Ich zeige euch das mal eben. Dann fix. Ihr seht, das ist eine SVG-Datei. Das ist einfach nur eine Textdatei mit Haufen Zahlen drin. Ne? Aber man kann sie auch doppelklicken. Dann taucht Spellerling auf. Das Programm heißt Magic SVG, ist ein winzig, winzig kleines Tool. Und ich nutze einfach eine statische Lib, die von Linux herkommt. Und zwar die Lib ist genau genommen ein Backend für unser schönes Keilrohr. Und zwar mit diesem Backend verpasse ich Keilrohr die Möglichkeit, SVG-Dateien zu importieren. Bisher konnte Keilrohr ja nur exportieren. Mit dieser kleinen Lib, den ich jetzt hinzugefügt habe, kann jetzt Keilrohr auch importieren, der SVG-Datei. Und das ist eben das Ergebnis. Also ist nichts Wildes, das ist nur ein witzig kleines Programm nur. Er zeigt nur SVG-Dateien rein. Also die OBB hat nur eben viel schneller und ist auch erheblich kleiner als OBB. Das dazu, das kann man auch im Aminit finden. Das ist auch wieder untergegangen, der wahrscheinlich wieder. So. Blu-ray fangen wir jetzt mal an. Wer hätte gedacht, dass unter MobileS Blu-ray funktioniert? Dieses Ikon ist eine Blu-ray. Ist das intern? Nein, nein, nein. Ich zeige euch die mal eben kurz. Dass ich nicht denke, ich google sie rum. So, da ist sie. Seht ihr mal her, das ist eine 25 GB Blu-ray-Disc. Eine wiederbeschreibbare. Kann ich bestätigen, für die es nicht sehen können. Also nicht, dass ich denke, ich habe eine CD da eingelegt oder was. Und das Laufwerk ist ein Blu-ray-Laufwerk. Ich habe jetzt die Karton zwar nicht mit, aber ist ein Blu-ray-Laufwerk, das Ding kann praktisch jedes Format auf der Welt lesen und schreiben. Also sowas universell, das Ding. Und das Ganze ist am Powerbook über Firewire angeschlossen. Aber ihr seid ja nicht dumm und Firewire-Laufwerk am Firewire geht doch gar nicht. Die haben ja SATA-Controller. Also die Laufwerke haben SATA-Controller. Wie kann man also einen SATA-Controller an Firewire anklemmen? Es geht wohl, man muss nur ein bisschen was in der Birne haben. Und zwar, es geht nicht über die handelsüblichen Einweg-Konverter. Es gibt ja Konverter, zum Beispiel SATA auf PATA. Also, nur die Einweg-Controller gehen nicht. Die habe ich probiert, die kann man vergessen. Hier ist ein spezieller Controller drin, bidirektional. Man kann PATA SATA und SATA PATA. Und nur die gehen mit Blu-ray-Laufwerken. Nur die, nichts anderes. Und das Gehäuse ist ja kein Geheimnis, das Gehäuse ist ein 0815 Gehäuse von Amazon und hat einen PATA-Anschluss. Also hat einen Firewire und einen USB-Anschluss auf PATA. Und hat dann intern den Konverter zwischengehängt, zwischen dem Laufwerk und dem Gehäuse. Und nur dann taucht dann das Symbol auf dir auf. Mit einem unidirektionalen Konverter würde es nicht passieren, dann würde nichts passieren mehr. Trotzdem noch mal eine Frage. Gibt es dann kein Laufwerk, was von Firewire auf SATA direkt geht, ohne diesen Umweg über Priata?
Ja, es gibt ein von Apple, ein Gerät. Ja. Kostet 400 Euro, glaube ich. Ein Gerät, es gibt ein schönes weißes Gerät, Blu-ray, aber ich gebe keine 400 Euro für aus. Das war 50 Euro plus minus so. Also erheblich billiger. Und der Controller, wie viel kostet der so? 10 Euro kostet das. Das ist nicht viel. Bei Amazon kriegst du der geschmissene Kram. Ja, ne? So. Was wisst ihr über Mofo S3 und aufwärts? Denkt ihr, es geht. Ja. Aber hättet ihr gedacht? Noch eine ganz kleine Frage für den Duel. Fährt er mir jetzt auch da 25 GB an, wenn du da jetzt draufklickst auf das Einlet? Ja, ist ja nicht vollgefüllt, aber er würde das machen, ja. Aber hättet ihr gedacht, dass einige Programmierer von MovOS quergeschossen sind und Sachen da eingebaut haben in MovOS, die ihr noch gar nicht zu Gesicht bekommen habt? Sie haben ein paar Sachen versteckt, die kennt ihr nicht mehr wahrscheinlich. Und zwar, kein Tipp, guckt einmal unter MOSSYS, also MOFS, Data, Jalapeno mal kurz rein. Dann seht ihr etwas. Ihr seht, die 6 Shell-Tools, die da eigentlich gar nicht reingehören. Was, wisst ihr, woher diese Shell-Tools kommen? Wahrscheinlich von Linux. Das gehören zum Paket CDR-Tools. Und jetzt passt mal auf, was ich euch zeige. Zu schnell. CD-Record. Version. Das ist Version 3. Und was kann die Version 3? Den Blu-ray-Standard kann es nämlich. Und zwar komplett. Auf die Video-Blu-rays. Das habe ich zufällig erfahren im Internet. Da gibt es das Paket, das ist nämlich das letzte stabile Paket, was der Jörg Schilling herausgegeben hat. Und irgendein MOFS-Mitglied hat es kompiliert für MOFS und hat es einfach mit auf den CD gepackt und hat es ein bisschen verändert. Und zwar die 3.0-Version, also die Version in MOFS 3.0 ist noch nicht verändert und ab 3.0 hat er etwas geändert. Ich nehme an, der hat einen RX-Port oder einen anderen Port für die Kommunikation zwischen zwei Programmen entwickelt. Und zwar, diese Tools, Tools sind der Unterbau für Jalapeno. Das heißt, wenn ihr Jalapeno irgendwas brennt, dann brennt CD-Record für euch. Und wenn ihr in ISO erstellt, dann macht das MK-ISO-FS für euch. Nur der Witz ist, der Herr hat, entweder wusste er das nicht oder konnte es nicht, er hat komplett übersehen, dass CD-Record und MK-ISO-FS den Blu-ray-Standard unterstützen. Oder er wusste anscheinend nicht, wie das anzuwenden ist. Nur ich habe das rausbekommen. Und habe dann auch so eine Demo Blu-ray gebrannt. Und diese Blu-ray funktioniert übrigens auch im Standalone Blu-ray Player. Bei mir zu Hause am Fernsehen. Ich kann die einlegen und da werden die Fotos, da sind jetzt Fotos drauf und die werden dann angezeigt. Ich habe auch zu Hause ein Video drauf, dann wird das Video zu Hause abgespielt. Lustig, ne? Könnt ihr Video-Blu-rays bauen für euch selber. Müsst nur wissen, wie. Kann man weil Original Blu-ray-Filme dann jetzt auch abspielen darüber? Nein. Abspielen ist dazu zu sagen, die Software, also in dem Fall Java, holt sich per Software von der Blu-ray den Schlüssel und muss ihn dann an die Hardware des Gerätes zurücksenden. Und wenn der Schlüssel, also bei der Hardware nicht verifiziert wird, macht ihr gar nichts. Ein Schlüssel muss die Hardware, nicht die Software. Deswegen ist er fast nicht mehr zu knacken. Also jedes Gerät hat eine Entschlüsselungs-Software im Gerät drin und die muss entschlüsseln natürlich. Deswegen, man kann also eine Blu-ray einfach nicht erkennen. Wenn die eine gekaufte Blu-ray einlegt, passiert gar nichts. Kruzifix. Ich könnte ja zum Beispiel mit ReCD eine Blu-ray kopieren. Das geht mit dieser, aber nicht mit einer gekauften. Und wie hast du das jetzt gemacht, das Brennen auf die Blu-ray? Ja, das ist ganz einfach. Muss man ein bisschen. Also von CD-Record ist das ganz einfach. Bei CD-Record ist das ganz simpel.
Dann nehme ich einfach. Ich ja. Nein, das sind nur der Listing von der Helferfunktion. Das ist also, ist ja nichts weiter. Und zwar, man muss einfach Dev, also ich habe jetzt hier Firewire und das ist bei allen Geräten so, die Firewire haben, Dev 3,0,0, ja, und Firewire und dann DAO. Das ist dann die Sache unter CD Record. Komplizierter ist es mit MKISO-SS, also das ISO zu erstellen. So, das Blu-ray ISO unterscheidet sich von allen ISO-Sorten, die wir bisher kennen. Wenn ihr versuchen würdet, das MorphOS ISO von 3.3 auf eine Blu-ray zu brennen, dann würde euer CD Record sagen, nö, kann ich nicht. Und tschüss. Der beendet sich sofort wieder. Warum? Das eine Blu-ray ist ein ganz anderer UDF-Level. Also UDF ist ja das Filesystem auf einer Blu-ray. Und Blu-ray unterstützt ein ganz modernes UDF-Filesystem, und zwar Version ab und größer 1.2. Es gibt ja schon neuere, aber ab 1.2 ist dann alles, was Blu-ray passend ist. So, aber wie mache ich das jetzt unter MKZFS, dass ich denn ein ISO erzeuge für eine Blu-ray? Das ist eigentlich simpel. Und zwar, die Befehlszeile sieht einfach so aus. Einmal ist die V, V für den Volume-Name wegen Test. Dann kommt kleines UDF, und zwar MKISO-S in der Version 3.0. Da tauchen zweimal Bindestrich UDF auf. Einmal groß geschrieben und einmal klein geschrieben. Das großgeschriebene UDF, also Bindestrich großgeschrieben UDF, das ist der UDF Filesystem-Level für eine DVD. Weil DVD unterstützt ja auch UDF, aber unterhalb von 1.2. Das kleingeschriebene UDF ist für Blu-ray. Und dann sieht das mit dem Filesystem wieder etwas anders aus. Ist neuer und hat viel mehr Features dran. So, und dann weiterhin gibt es den Befehl ISO Level 3. Ist wichtig für Blu-ray. Wenn ihr nicht ISO Level 3 eingibt, dann kann die nicht gelesen werden. Weil ISO Level 3 heißt dann einfach unbegrenzt großes Dateisystem. Das heißt, und Verzeichnisstruktur. Wenn ihr zum Beispiel ISO Level 2 nimmt, dann ist die Verzeichnisstruktur auf 24 Verzeichnisse ineinander verschachtelt begrenzt. Bei ISO Level 3, der könnt ihr x beliebig viele ineinander verschachteln. Und ISO beliebig groß. Ja. Das wäre im Prinzip schon alles. Das wäre einfach mal wegen U und dann Test ISO. Und dann könnt ihr so das ein ISO erstellen. Ja, und was ist jetzt in dem ISO drin? Ja. Im ISO ist das der komplette Inhalt einer Blu-ray drin. Und das ISO muss dann quasi an CD Record gesendet werden. Und dann aber welches wäre dann jetzt die Datei, die in dem ISO drin ist? Ich meine, ich erstelle ja ein ISO oder soll ja was sein. Ja, das ist kompliziert. Das ist manuell fast nicht zu machen. Weil das ist... Also das heißt, mit der Befehlszeile brenne ich jetzt ein ISO auf Blu-ray. Aber wie er schon richtig sagte, es fehlt ja die Eingabe. Es fehlt ja, diese... Nur das ist... per Shell ist das komplizierte Sache, weil man müsste jede Datei, jedes Verzeichnis in der Eingabezeile eintippen. Da gibt es dann eine Möglichkeit unter der Shell, aber ist auch kompliziert. Ich zeige das mal eben kurz. Da gibt es